weil das nur ein Patrouillenboot war. Es diente nur der Grenzsicherung oder für den Transport kleinerer Truppen. Da wäre es mit Sklaven einfach überfüllt gewesen. Da hätte keiner mehr Platz gehabt und wäre auch in der Abwehr nicht so effektiv gewesen, als wenn das motivierte Legionäre gewesen wären. Also dementsprechend gab es auch keine Fußketten. Ein Trommler gab es auch nicht, weil einfach Leder und Holz an Bord eines offenen Schiffes nicht so gut ist in der Kombination mit Wasser. Wenn die Römer was zum Antreiben hatten oder zum Takt geben, dann waren das immer Tonpfeifen. Die hat man auch gefunden. Kampfsporn. Kampfsporn ist auch nicht. Kampfsporn.